ISO News Nummer 98, heute mit diesen Themen. Wie sank die Estonia wirklich? Wir sprachen mit der ehemaligen Spiegel-Journalistin Jutta Raabe. Damals und heute. Wir sprachen mit dem ehemaligen Spiegel-Korrespondent und Ressortleiter Matthias Matusek. Und der neue Nuviso-Comic Ausgabe 13 ist fertig. Immer weniger Menschen können noch in den Spiegel schauen. Um genauer zu sein, in den Tagesspiegel, denn dem laufen reihenweise die Abonnenten weg. Warum? Eine Umfrage unter diesen hat ergeben, die Leute haben keinen Bock auf Gendern. Überall auf der Welt lassen sich SchauspielerInnen, ProduzentInnen, RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen nicht mehr beirren. Sie zeigen Mut und Unerschütterlichkeit. Ja, Mut und Unerschütterlichkeit. Das zeigt vor allen Dingen unser heutiger Gast. Oder muss ich jetzt Gästin sagen? Nee, das lassen wir. Ich hatte die große Ehre, mit Jutta Raabe zu sprechen, die seit nunmehr fast 30 Jahren, um genau zu sein, seit dem 28. September 1994 im Fall Estonia recherchiert. Sie hat sehr viel zutage getragen seitdem, was so gar nicht der offiziellen Version entspricht. Ganz im Gegenteil, sie sagt ganz klar, das war kein Unfall, das war ein Anschlag. Das Ganze hat sie in einem Buch zusammengeschrieben und darüber habe ich mit ihr ein Interview geführt. Wir schauen mal rein. Man kann ein physikalisches Gesetz nicht außer Kraft setzen, auch nicht für die Estonia. So, und deswegen habe ich ziemlich gleich eigentlich gedacht, das kann so nicht stimmen. Dann habe ich mit so vielen Augenzeugen gesprochen, die mir das alle bestätigt haben. Und dann in der Tat gab es ja gleich nach dem Sink, also nicht gleich, 6 Wochen danach, Anfang Dezember, hat ja die schwedische Regierung eine Tauchfirma, Rockwater, haben die beauftragt. Und die sollten das ganze Schiff inspizieren. Die hatten eigentlich den Auftrag, nicht nur einen Grund des Sinkens rauszufinden, sondern auch, ob man das Schiff heben könnte und wo sich die womöglich Leichen befinden. Genau, man muss ja denken. Kann man die bergen oder so? Ne? Also das war ja 6 Wochen lang ein Riesenthema wahrscheinlich nach dem Sinken. Und sehr viele Angehörige haben natürlich ihre Angehörigen beerdigen wollen. Ja? Genau. Und deswegen war da die Forderung nach Bergung der Leichen natürlich sehr groß, öffentlicher Druck und so weiter. Genau, ne? Und darauf haben die reagiert. Und dann wurde diese Firma Rockwater beauftragt und die haben dann auch tatsächlich, wie man das auch macht, ich glaube, die haben auch ordentlich untersucht und die haben natürlich jeden Quadratzentimeter des Schiffes gefilmt und diese Filmaufnahmen wurden dann auch freigegeben. Die schwedische Regierung wollte ja auch zeigen, guck mal, wie ordentlich wir untersucht haben. Trotzdem stellte man fest, es gab da ganz merkwürdige Pausen. Da lief dann ein Timecode im Bild plötzlich rückwärts. Dann gab es Schnitte da drin, da stand dann Videopause, als ob die arme Kamera eine Pause gebraucht hätte und so weiter und so weiter. Und es war immer an einer bestimmten Stelle, und zwar im vorderen Bereich, eben wo es relativ klar an diese Steuerbordstelle rangeht, wo man hätte vermuten können, dass unter Umständen eine Beschädigung ist. Mhm. Und das ging so weit, dass das nachher auch in dem Endbericht dieser Firma Rockwater so festgehalten wurde. Wir haben von keiner Beschädigung geredet. Sie haben aber festgestellt, ja, das Schiff könnte geborgen werden, wurde es aber nicht. Die Regierung hat dann eigentlich den Auftrag, den haben sie sozusagen karikiert. Sie haben den Auftrag gegeben, an die Firma rauszufinden, ob es geborgen werden kann. Die Firma sagt, ja, das kann geborgen werden, sogar ohne große technische Probleme. Und dann sagt die Regierung, nee, aber wir machen es nicht, ganz im Gegenteil, wir machen einen Betondeckel drauf. Also das erinnert so an Tschernobyl, ne? So ein Betonsargdeckel. Ne? Egal, auf jeden Fall, das ist fast schon wie eine Karikatur ihrer selbst. Da fragt man sich, warum, und das sollte immerhin 60 Millionen kosten, während die Bergung billiger geworden wäre. Ja? Ja. Also damit war auch klar, da soll was vertuscht werden. Ja, naja, Beton drüber gießen kann auch alle möglichen Gründe haben. Diese Firma Rockwater aber hat sich ja dann ganz offensichtlich der Vertuschung mitschuldig gemacht, weil wenn da Material produziert wurde, was dann, ich glaube, sie schreiben im Buch, an
70 Stellen manipuliert wurde, wo was rausgeschnitten wurde oder wie auch immer. Und dann hat man ja selbst das Material, was man öffentlich übergeben hat, ja auch noch mehrfach so umkodiert, dass die Qualität enorm darunter gelitten hat, dass man quasi im Endeffekt überhaupt nichts mehr erkennt. Und das ist bis heute so. Also die Originalaufnahmen sind bis heute unter Verschluss. Ja. Nein, die sind nicht unter, also es gibt sie eigentlich gar nicht. Weil das, was, ich habe mal den Mann gesprochen, der die Bänder geschnitten hat. Den habe ich durch Zufall mal in Schweden wirklich kennengelernt. Und der hat zu mir gesagt, ja, hast nur Pech gehabt, kommst zu spät. Die Sachen mussten wir alle vernichten. Mhm. Die habe ich wirklich rausgeschnitten und die hab ich vernichtet. Und der wollte auch nie vor der Kamera aussagen. Die hatten eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und die sind auch freigestellt worden von jeder Haftung. Und die Rockwater-Taucher und die Mitarbeiter, es gab ja auch welche oben auf der Plattform, die sozusagen das Kommando geführt haben. Es war Polizei dabei, es war sogar ein Vertreter der Staatsanwaltschaft dabei und. Die sind ja alle unter die gleiche Verschwiegenheit gestellt worden. Und eine Sache, die auch nochmal ganz eindeutig darauf hinweist, dass hier was vertuscht und auch schon bei der Untersuchung was vertuscht werden sollte, ist ein Protokoll, was mir mal in die Hände gekommen ist, von einer allerersten Versammlung. Also das Schiff ist gesunken in der Nacht vom 27. auf den 28. September. Am 4. Oktober, also ganz zeitnah, hat eine erste interne Konferenz der schwedischen Regierung mit ein paar Regierungsmitgliedern stattgefunden. Und dieses Protokoll sagt auf, ich glaube, Platz 5 oder 6 der Tagesordnung, wie können wir eine Untersuchung machen, ohne amerikanische Interessen zu verletzen? Entschuldigung, da sinkt eine Fähre, schwedisch-estnische Fähre in der Ostsee zwischen Estland und Schweden. Und man verletzt amerikanische Interessen, wenn man das untersucht? Wie kann das sein? Ja, ja, die amerikanischen Interessen, ja, wo die nicht überall eine Rolle spielen. Das Interview mit Jutta Raabe bei dem Format Achtung Buch gibt es bereits auf unserer Webseite nuflix.de zu sehen für alle Premium-Abonnenten und demnächst natürlich kostenlos für alle auf YouTube. Aber das war's noch gar nicht mit dem Thema, denn wir haben noch eine sehr interessante Barcode-Sendung gedreht. Nicht nur zu zweit, sondern unsere liebe Julia hat mich unterstützt und Jutta Raabe hat noch den Kameramann und Taucher mitgebracht, mit dem sie einst eine Expedition zum Wrack der Estonia organisierte. Jakob Olszewski ist runtergetaucht, hat Löcher gefunden im Rumpf, hat diese vermessen, abgeschweißt und diese wurden materialtechnisch untersucht und. All das in diesem spannenden Gespräch bei Barcode. Und der Witz ist, diese Tennisbälle habe ich immer noch von dir. Er hatte zwei Tennisbälle mit runtergenommen, in die Taschen gesteckt und hat gesagt, wenn wir das Wrack unten finden, dann lasse ich die Tennisbälle einfach nach oben. Und als die aufploppten, ja, da fiel mir aber ein Stein vom Herzen, weil erstens wusste ich, die leben noch. Und zweitens, die hatten das Wrack gefunden und fingen an zu filmen, konnten die Arbeit also ausführen. Und dann danach ging es relativ zügig, ne? Da, als ihr das Wrack gefunden hattet. Wobei... Man muss klarerweise sagen, da ist am Anfang nicht alles glatt gelaufen. Ja, also so wie wir uns das vorgestellt haben, wir waren zwar sehr erfahren, was die Tiefe anbelangt, aber wir hatten noch nicht so wahnsinnige Erfahrung im Wracktauchen. Ja, also wir sehen jetzt hier die Bilder am Wrack der Estonia. Was genau ist jetzt hier auf den Bildern zu sehen? Also die Aufgabe war, so gut wie möglich dann den ganzen Bereich von der Rampe zu dokumentieren. Das waren auch tatsächlich war das für uns auch neu, dass dort plötzlich Beschädigungen zu sehen waren. Und das sieht man hier ganz deutlich, da wo ich mit dem Zollstock dann eine Öffnung oder eine Beschädigung außerhalb von der Rampe vermesse. Und da war das für uns plötzlich klar, diese Art der Beschädigung ist schon etwas Besonderes, weil einfach die Beschädigung von innen nach außen aufgeht. Da sieht man, Jutta spricht sehr oft von einer Tulpenform und in der Tat, also man kann hier diese Tulpenform sehr, sehr gut sehen. Also der Taucher in dem roten Anzug, das bin ich. Und dann haben wir uns das erstmal ganz genau angeguckt, wie gesagt auch vermessen, weil wir dann auch wussten, dass das möglicherweise schon ein, ja,
sehr signifikantes Beweisstück ist. Wir haben tatsächlich also nicht nur diese Beschädigung, sondern komplett die Rampe abgefilmt, weil das waren alles Bilder, die bis dato unbekannt waren. Da konnte man auch anhand der Bugrampe sehen, dass zumindest nach meinem laienhaften Verständnis, dass jemand versucht hat, auch diese Rampe so ein Stück aufzubrechen, was zu damaligen Zeitpunkt, glaube ich, nicht gelungen ist. Aber das waren alles neue Beweise, neues Videomaterial, was sich dann hinterher als sehr nützlich erwiesen hat. Und man muss sich mal eines vor Augen halten. Da hat vor uns ja eine offizielle staatliche Untersuchungskommission an eine professionelle Firma einen Auftrag gegeben, diese Firma Rockwater, die mit x Tauchern da unten vor Ort war, die auch über Kabel verbunden waren. Also die hatten nicht die Limitierung auf 25 Minuten, sondern die blieben schon längere Zeit da unten. Die hätten doch das alles wunderbar in Ruhe und bester Ausleuchtung abfilmen können. Und von deren Aufnahmen gibt es also wirklich nur so schattenhafte Irgendwas-Aufnahmen. Wir waren die Ersten, die überhaupt das mal wirklich richtig klar alles dokumentiert haben. Also alleine das schon hat ja zur technischen Aufklärung viel beigetragen. Und da wurde ja nie irgendwie ein Hehl draus gemacht. Also wenn diese Firma Rockwater wirklich so schlechte Aufnahmen abgeliefert hätte, dann hätte man die ja gar nicht bezahlen müssen. Also ganz ehrlich jetzt mal, da hätte ich als schwedischer Staat gesagt, da habt ihr aber eine schlechte Arbeit abgeliefert. Für alle Premium-Abonnenten gibt es dieses spannende Video natürlich schon zu sehen. Für alle anderen demnächst bei YouTube in voller Länge und kostenfrei. An der Stelle sei erwähnt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann geht dies am besten mit einem Abo auf nuflix.de. Mit dem Abo habt ihr Zugriff auf alle unsere Premium-Inhalte, eine Menge Reportagen, Interviews, Kongressmitschnitte, Filme und so weiter. Und natürlich immer auch der Vorabzugriff auf unsere Videos. Ja, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Und wenn wir schon mal bei der Werbung sind, dann möchte ich an dieser Stelle verkünden, die Dezemberausgabe der Nu Wieso Comics ist da. Und Daniel hat sich auch diesmal besonders viel Mühe gegeben beim Cover. Was für eine schöne Aussage. Ja, sie passt in das politische Feld der Gegenwart. Es ist der Zeitgeist. Wir sehen Markus Krall mit der Kettensäge, ein Meme vom neuen argentinischen Premierminister Milei. Und im Hintergrund Sarah Wagenknecht mit Sichel und Hammer. Sie beide zusammen haben sich vorgenommen, den Parteienbaum zu zerlegen. Und wir sind mal sehr gespannt, wo wir nächstes Jahr da im Vorwahlkampf landen und ob es Scholz überhaupt noch länger macht. Die SPD hat ja schon gesagt, für den Fall der Fälle, dass er über seine eigenen Skandale stolpert, werden wir den Pistorius an die Spitze wählen, ob der dann auch Bundeskanzler wird und nicht unser Vizekanzler. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ja, Pistorius hat ja unter anderem angekündigt, aus Deutschland in den nächsten 6 bis 10 Jahren eine Kriegswirtschaft zu machen. Ja, also wenn das nicht schlimm ist, ja, und wer das nicht ertragen kann, dem sei humoristisch hierbei geholfen. Ich selber verarbeite dieses ganze Zeug, womit ich mich seit 2 Jahrzehnten beschäftige, mit viel schwarzem Humor und unter anderem eben in diesen Nu Wieso Comics. Diese gibt es ab nächste Woche zum Bestellen und für alle, die bisher jede Ausgabe haben oder für alle, die sagen, das will ich nicht mehr verpassen, gibt es das natürlich auch im Abo auf nuwisocomics.de. Da würden wir uns freuen, wenn ihr das Heft abonniert. 3-mal im Jahr erscheint es, im April, August und Dezember. Und im Abo gibt es zu jeder Ausgabe eine handsignierte Autogrammkarte dazu. Diesmal ein wunderschönes Motiv, handsigniert von unserem guten Mystery-Jäger, des Jäger des Fantastischen, Lars Fischinger. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Einspieler, denn wir hatten ebenfalls eine sehr interessante Busfahrt, kann man sagen, nämlich in den Norden zu Matthias Matusek. Matthias Matusek ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Er war Kulturressortleiter beim Spiegel, war vorher Auslandskorrespondent, hat Büros in New York, Rio de Janeiro und so weiter geleitet. Ein Vierteljahrhundert lang hat er beim Spiegel gearbeitet. Heute steht auf Wikipedia, er sei der neuen Rechten zuzuordnen. Wir haben ihn mal gefragt, was er dazu sagt, und herausgekommen ist ein wunderschönes Gespräch.
Wenn ich einen Politiker höre, wie den Habeck, der sagt, bei Vaterland kriege ich das Kotzen, dann kann ich nur sagen, dann bist du hier falsch in der Politik. Du ist ja nicht von ungefähr, dass die Politiker bei uns einen Amtseid ablegen, indem sie schwören, dass sie das Wohl des Volkes mehren und Schaden von ihm abwenden. Und mit diesem Vertrauen wählen wir unsere Politiker, dass wir glauben, die sollen sich verdient machen um unser Wohl. Und wenn ich dann höre, dass da Politiker sind, die sagen, sie kriegen das Kotzen, wenn sie, oder unsere eiskalte Kanzlerin, die da dieses Fähnchen weggetan hat. Als ob sie das irgendwie was Unangenehmes. Als ob was Schmutziges wäre. Ja, ist doch nicht die Möglichkeit. Keiner anderen Nation der Welt wäre sowas möglich. Der Sarkozy, wenn er gewählt wird, geht die Champs-Élysées runter und dann. Und die Flugzeuge machen blau-weiß-rot. Und wir sind werden gerade regiert von einer Bande, die sagt, die kriegen beim Vaterland das Kotzen. Claudia Roth, unsere Kulturministerin, ich weiß nicht, was sie mit Kultur zu tun hat, läuft hinter einem Spruchbanner hinterher, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Und da krampft sich alles in mir zusammen. Und ich halte das tatsächlich für einen großen Verrat am Volk, ja, was diese Brüder machen. Und man sieht ja auch in der gegenwärtigen Politik, wie skrupellos und wie gnadenlos die gegen die Interessen der eigenen Wähler verstoßen. Vor der Wahl gesagt, keine Waffen in Kriegsgebiete und so weiter. Und jetzt sind sie die Kriegspartei par excellence. Ja. Und Baerbock sagt, ich werde an eurer Seite stehen in der Ukraine, egal was meine Wähler sagen. Das geht nicht. Ich würde sagen, das ist Hochverrat. Dennoch glaube ich, dass es Hoffnung gibt. Ich glaube, dass tatsächlich die Menschen wittern, wenn was falsch läuft. Wie man das jetzt an diesem enormen Zuspruch der AfD, der Alternative für Deutschland, erkennen kann. Oder Bündnis Sarah Wagenknecht genauso. Oder Sarah Wagenknecht. Mhm. Also man sucht sich natürlich auch dann wieder Erlöserfiguren. Ja. Und ich glaube, die gute Sarah, die tut sich keinen Gefallen mit den Leuten, mit denen sie da angetreten ist. Das sind ja teilweise, also die Vorsitzende, die macht ihre Tweets mit Fuck Nazis und anderen Antifa-Sprüchen. Und Sarah selber sagt ja auch mittlerweile, ja, sie macht das, um der AfD Stimmen wegzunehmen. Ich glaube, das ist alles noch ziemlich undurchdacht. Ich habe sie ja kennengelernt mal und war schwer beeindruckt von ihr und von ihrer Intelligenz und ihrer angenehmen, von ihrer Anmut, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich damit durchkommt. Ja. Und was ich aber wohl glaube, ist, dass die Menschen aufwachen. Im Osten übrigens mehr als im Westen. Das stimmt. Weil ihr Erfahrungen habt, ich weiß nicht, du kommst aus dem Osten, ja? Weil ihr Erfahrungen mit Diktatur habt. Ihr wisst, ihr kennt dieses Blockparteien-Mist und diese Lügen der durch die Medien und so weiter. Die hat Erfahrung. Im Westen nicht. Die im Westen dachten immer, ja, wir haben alles im Griff und so weiter. Aber sie haben überhaupt nichts im Griff. Yoya Savasi im Gespräch mit Matthias Matusek. Das komplette Bus-Office-Gespräch gibt es auch schon auf nuflix.de. Demnächst auch für alle kostenfrei und in voller Länge auf YouTube. Für jeden, der es nicht erwarten kann, dem empfehle ich unser Abo und wir würden uns freuen, wenn ihr uns damit unterstützt. Einen habe ich noch, nämlich morgen 11 Uhr am Sonntag gibt es die Premiere des nächsten Cosmic Cine Talks in einem wunderschönen Gespräch zwischen Katrin Huss und Ralf Valenteano. Geht es um die Frage Geist über Materie, Materie über Geist? Um...
ich glaube schon wirklich, dass der Mensch jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo so viel passiert, wo man aktuell, wenn man es größer betrachtet, ist es sogar so, dass man feststellen kann, dass die Urängste geweckt wurden, dass das transformiert werden soll, dass der Planet sich reinigt. Und dass eben jeder jetzt sozusagen mal sauber machen sollte zu Hause, in seinem Inneren. In dem Moment, in dem er sich auf diesen Weg macht, macht er das, was er machen soll. Also dann wirst du feststellen, dass wir tatsächlich eben geistige Wesen in einem Körper sind und eben nicht nur diesen Körper haben und uns da Angst machen lassen, was da alles mit passieren kann und dass wir sterben werden und was da alles noch mit dranhängt, sondern dass wir feststellen, in dem Moment, wir sind geistige Wesen, wir haben Seelen, die diesen Körper besitzen durch ein Leben hindurch. Und der Ursprung von allem aber geistiger Natur ist. Wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir auch, dass wir uns auf dieser Ebene immer und sofort miteinander verbinden können. Das geht tatsächlich auch über Kilometer, also das ist komplette Verschränkung eigentlich. Und man kann also, wenn man dann das verstanden hat und das auch glauben kann, das ist ja immer der zentrale Satz, kannst du das glauben, dann ist das ganz einfach. Dann musst du es einfach nur tun. Katrin Holz im Gespräch mit Ralf Valentiano. Morgen Sonntag, 11 Uhr, ist die Premiere. Alle Links zu allen Videos aus dieser Sendung gibt es natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Und heute Abend, also am Samstag, 20 Uhr, gibt es eine neue Ausgabe Homeoffice. Heute sprechen wir mit Wolfgang Effenberger. Mit ihm haben wir über 200 Jahre Monroe-Doktrin und über das kürzliche Ableben Henry Kissingers, der immerhin 100 Jahre geworden ist, viel Gesprächsstoff. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da natürlich auch einschaltet. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Gehabt euch wohl.